Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Sky Factory 2.5. Wieder mit dem Renard und mir. Ihr werdet mich so Hallo. schnell anscheinend nicht mehr los. Und ja, wie versprochen, habe ich in der Aufnahmepause hier einen, oder besser gesagt, zwei Ausleger schon vorbereitet, damit wir jetzt schneller weiterkommen. Wie gesagt, mir ging es in erster Linie nicht um die Geschwindigkeit, sondern darum, euch dieses ewige Basteln hier zu ersparen. Es ist ja wirklich eine stumpfe, stupide Arbeit. Und irgendwann gehen mir dann auch die Themen aus, über die ich philosophieren kann. Und um uns beide vor dieser Peinlichkeit zu schützen, wollte ich das einfach offscreen machen. So. Wir werden jetzt natürlich weiter an dem ME-System arbeiten, es weiter verbessern, optimieren, die Kabellegung neu machen, sodass das dann alles passt und auch problemlos erweiterbar ist für die Zukunft. Ja, Renner, was hast du heute vor? Ich werde mir DecoCraft anschauen, ein Stückchen. Und zwar ist es der Grund, ich möchte mit Stormcraft die Maschinen bauen. Und die sollen oben auf die Wasserräder drauf. Und auf Anregung werde ich die Wasserräder einzeln mit Hängebrücken verbinden. So war meine Anregung eigentlich nicht zu verstehen. Aber gut, okay. Schön, wenn du das machst, weil ich finde, diese Hängebrücken passen hier zu diesem Thema von Sky Factory eigentlich ganz gut. Ja, aber wird noch ein Stückchen dauern. Jo. Keine Hektik. Wir haben Zeit. So. Um jetzt das ME-System weiterzubauen, haben wir erstmal das Problem, was uns ja letztes Mal schon aufgetreten ist. Wir haben keine Flux-Kristalle mehr. Um da wieder welche herzustellen, brauchen wir natürlich Charged Quartz Crystals. Mit den 32 kommen wir nicht weit. So, ich werde gleich zwei Stacks verhühnern. Das sind 32 plus 64, das sind 96 nach Adam Riese. Kann er gleich mal herstellen. Wird eine Weile dauern. In der Zeit bauen wir erstmal mit den 32. Dann brauchen wir dafür noch Netherquarz und, wenn mich nicht alles täuscht, Redstone. So. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich deine Vakuum-Chest liebe? Die ist cool, oder? Mich gerade gewundert, warum das Redstone auf einmal an mir vorbeiflog. Gut, dann müssen wir einen Musste anderen ausschalten. Wassereimer nehmen. Hier haben wir doch auch Wasser. Inmitten des Bambushains. Muss reichen. Und da kam schon der erste Stack Flux Crystals geflogen. Es sind noch 90 zu machen. Na, dann müssen wir halt erstmal mit dem einen Stack vorlieb nehmen. Wir brauchen wieder cool. Ich sehe gerade was, Ren. Hier gibt es Terminal Glasses Bridge. Wenn die das machen, was ich denke, dass sie machen, erzeugen die so eine Energiebrücke. Das wäre natürlich auch stylisch. Das wäre nicht uncool, ja. Das hätte was. Gut, aber wir wollten erstmal hier weitermachen. So, ja, wir brauchen Dense-ME-Kabel. Dense-ME-Conduit. Wie wir den normale Conduits brauchen. Und das in rauen Mengen. Wozu geizen? So. So, ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Dieser Ausleger hier wird komplett für Speicher, also für ME-Drives vorgesehen werden. Wodurch er natürlich einen bestimmten Aufbau braucht. Denke schon wieder falsch. Wir haben ja ein ME-Kabel, was sozusagen dann hochgeht, also Richtung Himmel. Und an dieses Kabel kommen links und rechts die Drives dran.
Wo hast du den Pulverizer hingeräumt? Der ist bei der Automatisierung. Rechte Seite. Zwischen der Segmel und der. Machst du hier bei mir? Hier ist nichts automatisiert. Ah. So, hätten wir das auch geklärt. Ja. Wo war ich? Ich habe heute wieder mein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist wieder der Wahnsinn. So. Ach ja, genau. Nein, ich weiß es wieder nicht. Egal. Also wir müssen hier uns ein System einfallen lassen, wie wir 32 Drives, weil mehr können die Kabel nicht verarbeiten, dann müssten wir ein zweites Kabel legen und das wird anstrengend. Also wie wir 32 Drives möglichst effizient und gut aussehend hier auf diesem Raum verteilen. Beziehungsweise vorbereiten. Verteilen müssen wir ja so noch nicht. Das kommt dann, wenn wir dann die Drives gebaut haben. Aber zunächst brauche ich da normale ME-Kabel. So, die kommen nämlich hier hoch. Dann hier hoch. Und hier hoch. Und da können frontal zwei Drives dran und dann links und rechts daneben jeweils zwei. Somit kommen wir hier schon auf, mit diesen sechs Kabeln auf ein Total von 18 Kabeln. Fehlen ja nur noch 14. Gut. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn wir hier noch eins hochziehen, das könnten wir dann an dieser Stelle und an dieser Stelle verschalten sozusagen. Das gleiche auf der anderen Seite. Wobei mir jetzt schon wieder die ME-Kabel ausgehen, die normalen. Und die Dens auch gleich. Ach ja, gut. Wir können wieder ein paar Glückscrystals machen. Na komm, gib mir 60. So lange kann das doch nicht dauern, das Ding zu laden. Ja, gut, okay. Genau in dem Moment drücke ich natürlich weg. Sollte man davon ausgehen, dass die eine Weile reichen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, die werden nicht lange reichen. Gerade gewundert, warum ich das Rezept nicht übernehmen kann. Sollten erstmal wieder reichen. So, wie gesagt, wir hatten 18 plus 4 und nochmal plus 4. Damit wären wir jetzt bei 26. Obwohl, nein, wir machen das noch etwas anders, damit es noch ein. No. Noch einen Zacken schöner aussieht. Wie gesagt, wir bauen hier nicht nur Funktionalität, wir bauen ja auch etwas auf Ästhetik. Zumindest ein kleines bisschen sollte man darauf achten. Wenn es nur um Funktionalität ginge, könnten wir schon lange fertig sein. So. So, jetzt sind wir also bei 26, jetzt fehlen uns noch 6. Das ist in erster Linie schlecht, weil durch 2 geteilt heißt das 3. Und 3 ist immer schlecht anzuschließen. Hm.
Schreit ein bisschen nach Dilemma. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich werde hier allerdings... wieder mit Cable Anchors arbeiten. Scanner, konnte man den Kaktus Wachstum beschleunigen? Nee, aber. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich jetzt mache es einfach nur, um die Drives dann nach vorne auf einer Ebene zu halten. Auch wieder nur ein rein kosmetischer Effekt. Nein, halt, falsch. Was? Ach, du hast die Drives abgeschalten. Nein. Doch, ist alles tot rechts. Jetzt ist es wieder an. Ja, es kann sein, dass durch mein ganzes Chargen von den Zertusquarzen gerade der Strom leicht alle ist. Das ist durchaus im Bereich der Möglichkeiten. Und wir brauchen neue. Oh, die Baumform läuft wieder. Hast du die angemacht? Ja. Aha. Brauchen wieder neue Dense ME Conduits. Ich brauch's für Witchery, brauche ich Birkensetzlinge. Mhm. 1, 2, 3. 10. Dann wieder eine Weile rein. Wobei mir gerade einfällt, können den Verbrauch von Dense Conduits natürlich auch etwas einschränken. Das heißt jetzt nicht, dass wir die umsonst gebaut haben, weil wir werden dann noch genug davon brauchen. Weil auf jeden Fall an diesem Kabel können ja maximal 4 angeschlossen werden. Hier sind es 2, 4, 6. Hier können wir also auch ein normales Conduit verwenden. Und hier sind auch wieder maximal 4. So. Perfekt. So. Und da waren sie schon wieder alle. Ach ja, heute wäre es wieder schön, wenn man Kilometergeld bekommen würde. Komm gar nicht erst auf die Idee, das einzureichen. Hast du ja noch keine Anträge fertig dafür? Also, wir haben jetzt 6, 12, 18, 22, 26. Hab gerade wieder was gelernt, wenn man Blumen in einen Pulverizer kippt, kriegt man mehr Farbe raus. Nice to know. Können wir natürlich den hier noch eins weiter. Da wären wir bei 28. Das gleiche könnte man auf dieser Seite machen. Wenn man noch Cable Anchors hätte. Du kannst. Ich bin hier gerade noch
Kann ich? Kann ich das Crafting-Feld benutzen? Na, ich habe eh keine Erde mehr. Doch alles, was ich hören wollte. Also nicht, dass du keine Erde mehr hast, sondern dass ich ran kann. So. Jetzt haben wir hier rum sozusagen alles. Auf diesen Stellen da, diese beiden. Voll mit. Also ihr hört, wir haben es voll mit Damit es natürlich schön aussieht, können wir das Ganze noch etwas anpassen. Also mein Gedankenkrank war gerade der, dass wir ja, um es symmetrisch aussehen zu lassen, das Problem haben, dass wir sozusagen jetzt alle 32 Anschlüsse belegt hätten. Das aber nicht sonderlich symmetrisch ist und deswegen werden wir den hier mittig rausreißen mit der Axt und roher Gewalt und werden den hier drüben anschließen, um die Symmetrie zu bewahren. So, perfekt. Und schon haben wir ein perfekt symmetrisches System für unsere Drives. Sieht noch etwas nackig aus im Moment, aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Erst werden wir hier einen schönen Fußboden reinzimmern. So. Haben wir das Lichtproblem erstmal gelöst. So, jetzt brauchen wir wieder ein paar Facades für diese Conduits, damit wir die besser verstecken können. Haben natürlich keine mehr. Also müssen wir wieder wir wieder ein paar herstellen. Langsam Zeit, die Painting Machine nach oben zu befördern. Habe ich so das dumpfe Gefühl. So. Schreck mich doch nicht so. Entschuldigung. Das ist nicht zu entschuldigen. Okay. Geht's Leben trotzdem weiter, ne? Auf jeden Fall.
So. Versuchen wir das hier noch ein bisschen schön zu machen. Betonung liegt auf Versuch. Wir haben jetzt übrigens wieder drei Diamond Chisels, weil ich vor uns in der Aufräumaktion auf der ganz unteren Ebene, ihr bestimmt festgestellt habt, fehlen da jetzt ein paar Steinstufen darunter. Habe ich noch ein uraltes Grab gefunden und konnte mich Okay. natürlich nicht zusammenreißen und habe das gleich aufgefetzt. Und da noch ein Diamond Chisel gefunden. Wann auch immer wir den verloren haben. Ich habe keine Ahnung. Ist doch gut, dass man an sich. Ja. Halt, wenn hier. Bin verwirrt. Wie mache ich das? Ganz einfach. Gut. Müsste natürlich das von der Außenseite noch verkleidet werden, aber das soll nicht mein Problem sein. Geht mich nichts an. Ich bin nur für Bauen angestellt. Was mich jetzt interessiert, warum kann hier nichts spawnen? Also in erster Linie finde ich das natürlich toll, aber es verwirrt mich doch gleich. Aber egal. Gucken noch mal kurz, was die Painting Machine macht. Der Kerzenanbeter. Sieht lustig aus, wie du da stehst und über der Kerze meditierst. So. Okay. Nee, ich habe bloß was nachgeschaut gehabt gerade eben. Würde ich jetzt auch behaupten. Tja, manchmal ist man halt einfach ehrlich. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich da gerade ein Loch reingeschlagen habe, schlicht und ergreifend daran, na hoch, genau das dachte ich mir, dass hier gleich Glowstones reinkommen. In der Hoffnung, dass das ausreicht, um den ganzen Mist zu erleuchten. Das machen wir jetzt noch fix. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Aber ganz großes Kino. Gut, dann machen wir an dieser Stelle jetzt einen Cut. Denn wie gesagt, unsere Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Jo, ciao.